Am nächsten Tag ist Paul Richter mit Kollege Florian Winter auf Streife, als die Beamten einen Notruf aus einer Werkstatt erreicht. Hören Sie auf mit dem Mist! Hallo, die Polizei ist da, alles gut? Aber da sollen Sie mitbekommen, dass Sie da sind. Dieses am Rad! Legen Sie das Ding mal hin! Hey! Hallo! Hey! Tu das Ding auf Seite! Ich hab gleich einen Termin! Weg damit! Wo ist das Problem? Mein Auto ist weg! Zurück. Schrei nicht so! Ja, wie kann das denn an die Knoll? Beruhig dich, hey! Ruhe jetzt! Hey, 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 hey! Letzte Ansage vom Kollegen, sonst liegst du im Dreck. Hast du verstanden? Komm, ein Stückchen rüber. Hast du verstanden, was wir gesagt haben? Wo ist denn mein Mitarbeiter? Hey, komm mal hier rüber. Hier rüber. So, und jetzt in aller Ruhe klärt der Kollege erstmal, was da los ist, und dann reden wir. Mann, Mann, Ruhe jetzt! Knoll, wo ist mein Wagen? Ruhe! Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Letztes Mal, letzte Warnung. Ich hab's dir angerufen, mein Wagen. Scheißegal. Du hältst den Sabbel jetzt. Der macht hier einen Schaden ohne Ende. Ja, regeln wir gleich. Können Sie bezahlen, das ist ja noch klar. So, was will der denn? Was ist denn hier los? Ja, der will sein Fahrzeug abholen. Der will sein Fahrzeug. Es ist nicht da. Ich weiß auch nicht, wo der Flo ist. Mein Mitarbeiter. War zur Reparatur hier, aber nichts ist passiert oder wie auch immer. Sind Sie ein bisschen schwer vom Begriff oder was? Ich habe gerade gesagt, ich kläre das. Also, gehen Sie ein Stückchen da vorne an den Streifenwagen. Sie sind für uns jetzt erstmal der Aggressor, weil Sie hier irgendwas kaputtgeschlagen haben. Haben Sie das verstanden? Und dann klären wir den Rest mit Ihrem Fahrzeug hinterher. Ja? Dass Sie nämlich hier mit so einem Golfschläger rumdreschen auf irgendwelche Sachen, die Ihnen nicht gehören, das ist vollkommen der falsche Weg. Ich weiß ja nicht, wo Sie herkommen. In einer Stunde habe ich ein Golfturnier, ein ganz wichtiges. Sender-Empfänger-Problem. Kommt das bei Ihnen an? Ja, das müssen Sie da hinten. Hier, verstehen Sie das? Ansonsten fahren Sie gleich in diesem Wagen mit. Es ist mir scheißegal, ob Sie ein Golfturnier haben oder sonst irgendwas. Vollkommen egal ist mir das. Wenn Sie sich jetzt nicht benehmen können, steigen Sie da gleich ein und fahren da mit. Okay? Haben Sie das verstanden? Ist das angekommen bei Ihnen? Deswegen klärt der Kollege jetzt erstmal, was passiert ist, und dann kommen wir auf Sie zurück. Haben Sie das verstanden? Er hat einen Porsche, der hat er hier zur Inspektion gehabt. Mein Mitarbeiter, der hat sich sehr interessiert, der hat den wunderbar gemacht. Er sagt, ich will das unbedingt machen. Ja. Ich hatte auf dem Amt zu tun, da bin ich gefahren. Ja. Er hat das gemacht. Jetzt komme ich zurück. Er ist hier am Toben, das Auto ist nicht da, der Flo ist nicht da. Ja, gut. Muss der nochmal vorgeführt werden, der Wagen? Oder was? Nein, eigentlich nicht. Der hat eine Routine-Inspektion gemacht. Okay. Und, können Sie Ihren Kollegen mal erreichen? Also versucht, ich habe schon versucht mit dem Handy, ich habe es nicht bekommen. Der Inhaber gibt zu, dass seine Firma in finanziellen Schwierigkeiten steckt und er den Mitarbeiter entlassen musste. Dieser wird allerdings bald Vater und braucht den Job dringend. Hat der Mechaniker den Sportwagen aus Rache entwendet? Der Kollege hatte die Personalien. Wenn Sie möchten, ich würde Sie jetzt gerne erstmal vom Gelände zumindest ein Stück weit weg haben, bis wir das Fahrzeug ausfindig gemacht haben. Wenn Sie zu Ihrem Golfturnier wollen, würde ich Sie jetzt auch entlassen. Dann nehmen Sie sich ein Taxi, fahren zu Ihrem Golfturnier. Nehmen Ihre Golfsachen mit. Personal haben wir aufgenommen. Sobald das Fahrzeug von uns aufgefunden ist, werden Sie benachrichtigt und können das Ding hier wieder abholen. Ist das ein Deal für Sie oder ist das unangenehm? Ich komme da mit einem Taxi hin. Wissen Sie, wer da alles golft? Nein, das hier haben Sie. Bestellen Sie sich halt bei irgendeinem Taxiunternehmen ein Golftaxi oder hier extra. Ich bezahle das Taxi, das ist kein Thema. Ahnung, Porsche-Taxi, was auch immer. Während der Golfer erbost das Weite sucht, erreicht die schwangere Frau des verschwundenen Mechanikers die Wache. Tobias Hübner will von der 34-Jährigen wissen, ob sie ihrem Mann den Diebstahl des Sportwagens zutrauen würde. Ich glaube nicht, dass der. Warum sollte der ein Auto mit wegnehmen? Wofür? Wir kriegen ein Baby. Das. Nein, warum? Na, es ist ja so, dass der Herr Knoll, heißt er, der Firmenchef Ihres Mannes, ihm jetzt kürzlich erst erzählt hat, dass er gekündigt wird, weil die Firma wohl finanziell nicht so gut aufgestellt ist. Und. Wie gekündigt? Wann? Ach, das wissen Sie nicht. Nein, das hat er mir überhaupt nicht erzählt. Ach so, ja, das ist noch relativ frisch auch, dass der Chef ihm das wohl erzählt hat. Und im Zuge dessen fehlt er jetzt. Er würde aber trotzdem doch nicht ein Auto klauen. Warum da? Nein, das würde er nicht machen. Ich hatte von seinem Social Media Account hatte ich mir mal so ein Foto von ihm ausgedruckt, damit ich weiß, von wem ich hier spreche. Das ist Florian. Aber nein, auf keinen Fall, der würde doch nicht jetzt sowas machen. Der würde ja alles gefährden. Nein, das passt nicht zu ihm. Im Gegensatz zur Frau des verschwundenen Mechanikers gehen die Beamten vor Ort davon aus, dass der 37-Jährige durch die Entlassung durchaus ein Motiv für die Tat hatte. Also, wir können natürlich jetzt eins machen, wenn er gleich zurückkommt. Haben Sie telefoniert? Kommen Sie doch zu mir. Der Taxi kommt. Ja, das wird er ja merken. Dann sind wir ihn ja los. Ja, also müssten wir mal gucken. Herr Knoll, also ich würde vorschlagen, wir gehen einmal das Gelände ab. Es ist ja doch recht groß. Es ist ziemlich weitläufig, ja. Ja, wenn Sie gehen Sie mal Kollegen hinterher. Hier rechts ist ja irgendwie nichts mehr. Noch gehen die Beamten davon aus, dass der Mechaniker mit dem Sportwagen das Weite gesucht hat. Ein Trugschluss, wie die Kontrolle des weitläufigen Geländes zeigt. Da steht ein Schluss, ne? Schwarzer Sportwagen steht da. Jetzt sagen Sie, ist er da oder was?
Ja, da steht er. Was ist das? Siehst du die Bremsspuren dahinter? Ja, sehe ich jetzt schon. Bleiben Sie mal kurz ein Stück zurück. Nicht, dass der dagegen gesemmelt ist. Hallo? Nachdem Paul Richter Blut am Lenkrad gefunden hat, ist er sicher, dass der Verletzte nicht weit gekommen ist. Kommen Sie mal raus. Hallo, die Polizei. Guten Tag. Können Sie gehen? Ja. Gehen Sie nicht ins Gesicht, Sie haben eine Platzwunde auf dem Schirm. Ja. Kommen Sie mal zu mir. Alles gut? Stehen? Wo haben Sie die Wunde her? Gerade hat mich so ein Typ, der hat mich gerade entführt und hat mir eine Knarre an den Kopf gerade gehalten und hat Vollgas gegeben. Waren Sie hier in dem Porsche oder was? Ja, hier im Sportwagen. Grade, ja. Moment, Sie hat einen Typ entführt? Entführt, ja. Mit einer Knarre hat er mir gerade ans Gesicht gehalten. Ich soll doch einsteigen. Und hat mich da gezerrt und hat da Vollgas gegeben und hat da einfach irgendwie eine Person gerade übergefahren. Und als er gestoppt hat, dann bin ich hier gleich abgehauen, weil ich Angst hatte. Ne? Aber ich bestelle ihm einen Krankenwagen. Ne? Ja, mach mal bitte. Alles deutet darauf hin, dass der entlassene Mechaniker tatsächlich durchgedreht ist. Im Auto finden die Beamten einen Hinweis, der diesen Verdacht verdichtet. Guck mal die Karte da bitte raus, wenn du da rankommst. Ich geh mal zu ihr. Florian Pohlmann. Das ist Ihr Angestellter, ne? Der Pohlmann. Ja, der Flo. Hier. Florian Pohlmann. Ja, das ist ein Namensschild. Hier, wir tragen ja dasselbe. Ja, das habe ich schon gemerkt. Das ist ein Schild. Das ist die Frage, wo ist der hin? Dann würde ich sagen, ist der Herr unser Tatverdächtiger, ne? Wie sah der Mann denn aus, der sie da ins Auto gezerrt hat? Kannst du mir den beschreiben? Der hatte so, also auf jeden Fall, der hatte eine Mütze auf, so einen grünen Pullover und eine blaue Hose. Das weiß ich wohl. Größe, ne? Ja, ungefähr ja, das, so. Das ganz ist mein Mitarbeiter. Dünn. Auch ein Blaumann an? Hose. Ja, eine blaue Hose, hat so einen grünen Pulli drüber und eine Sportjacke. Also wenn es so ist, wie es aussieht, dann müssen wir Ihren Mitarbeiter zur Fahndung ausschreiben. Denn der hat die junge Dame hier wohl mit einer Waffe bedroht. Hier bitte! Während die junge Frau von den eintreffenden Sanitätern versorgt wird, erfährt die Frau des Mechanikers, in welche unfassbaren Taten ihr Mann verstrickt sein soll. Tobi, die Kollegen haben sich gerade gemeldet vor Ort. Und zwar ist das gestohlene Fahrzeug gefunden worden auf dem Werkstattgelände. Tatsächlich, von Herrn Pohlmann fehlt aber weiterhin jede Spur. Es ist augenscheinlich aber noch mindestens eine weitere Person verletzt worden. Der Wagen ist nämlich verunfallt. Verunfallt? Verunfallt, genau. Okay. Und zwar, die Kollegen befragen gerade vor Ort eine Jenna Gründer. Wer ist das denn? Jenna Gründer. Sagt dir nichts der Name, oder? Nein. Okay, und die war da im Fahrzeug oder am Fahrzeug oder vor Ort oder hat es gesehen? Oder was war? Genau. Sie gibt halt an, dass sie halt entführt wurde von Herrn. Von ihm? Nein. Auf keinen Fall, das war er nicht. Nie im Leben, da würde keiner Fliege was zuleide tun. Nein, auf gar keinen Fall, da muss irgendwas passiert sein. Das passt nicht zu ihm, nein. Zur gleichen Zeit bereitet auch den Polizeioberkommissaren Paul Richter und Florian Winter der angebliche Tatverlauf Kopfzerbrechen. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. Hey, leg mal die Waffe weg. Lass uns fallen. Lass die Waffe sofort fallen. Zwei Schritte nach hinten. Was machst du dann? Tu die Hände hinter den Kopf. Hände hinter den Kopf. Was hat er gesagt? Das ist von der Dame, die Knarre. Das ist nicht meine. Sie hat mich damit eben bedroht. Ich habe jetzt hier gerade versucht, das weiterzusuchen. Das ist nicht meine Knarre. Okay. Die Dame sagt, du hättest sie, sie entführt. Nicht. Ist nicht. Ich habe doch gar nichts gesagt. Nee, ich weiß, aber ich kann mir denken, was sie gerade behauptet. Ja, was denkst du denn? Ich glaube, sie behauptet jetzt, dass ich sie entführt habe, scheinbar, weil sie sagten ja gerade entführt. Ja. Habe ich aber nicht. Sie ist bei mir ins Auto gestiegen. Ja. Und dann hat sie mir die Knarre an den Kopf gehalten, die der Kollege gerade hinter sich geschart hat. Mit dem Hintergrund, was wollte die? Keine Ahnung, ich kenne die Frau nicht. Ich kenne sie nicht. Sie hat mit die Karre wieder hier gelandet? Wir sind hier in die Runde gefahren. Sie ist von der Probefahrt gekommen. Warte doch mal leise gerade da hinten. Meister. Ich habe das Ding fertig gemacht, das war fertig für einen Kunden. Und dann bin ich reingestiegen, habe halt geguckt, ob alles rund läuft. Und dann ist die Olle eingestiegen und hat letztendlich mir die Knarre an den Kopf gehalten. Ich wusste gar nicht mehr, Was hat sie denn gesagt dazu? Ja, die hat gar nichts gesagt. Die hat irgendein wildes Zeug gefaselt, fahr weiter und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Die hat irgendwie so einen leeren Blick gehabt und war total aggro. Ich bin dann hier, ich habe gesehen, dass ich halt nicht angeschnallt war, habe dann die Gunst der Stunde genutzt. Hab dann hier eine Vollbremsung gemacht, sie ist nach vorne, Tür auf. Sie hat die Knarre irgendwo auf der Mittelkonsole fallen gelassen, ich habe die geschnappt und abgehauen. Hört sich
schlüssiger an, aber jetzt schlüssiger als ihre Story. Auf der Wache fällt Tobias Hübner unterdessen eine Verbindung zwischen der Frau des Mechanikers und der angeblichen Geisel auf. Die Schwangere hat in einem Strafverfahren gegen ihren ehemaligen Chef ausgesagt. Bei diesem handelt es sich um den Lebensgefährten der Verletzten vom Schrottplatz. Was ging es da genau? Also ich habe bei ihm geputzt vor einigen Monaten, auch eine ganze Zeit vorher schon. Und da war immer ein Raum, die Türe war immer zu, normalerweise. Und dann an diesem einen Tag war sie halt auf und ich habe halt reingeschaut und habe ein riesen Waffenlager gesehen. Alles Mögliche war da. Dann habe ich die Polizei gerufen und die haben ihn dann auch direkt festgenommen. Mhm. Aber sie kenne ich trotzdem überhaupt nicht. Das ist ja, für ihn habe ich gearbeitet. Ja, da läuft doch noch eine aktuelle Fahndung auf den. Die Kollegen auf dem Schrottplatz werden umgehend über die neuesten Informationen in Kenntnis gesetzt. Daraufhin erhöht Paul Richter den Druck auf das angebliche Opfer. Es sieht so aus, wenn wir an dieser Waffe, die durch den Herrn Pullmann hier angeschleppt wurde, auch ihre Fingerabdrücke finden, beziehungsweise wie die auf den Waffenhandel ihres Lebensgefährten zurückführen können, dann haben sie ein ernsthaftes Problem. So gut. Ich war's. Aber das hatte einen berechtigten Grund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sagen Sie einen berechtigten Grund. Nur das also seine Frau, die hat bei meinem Mann gearbeitet. Ja. Leider hat sie da einen Raum entdeckt, den sie eigentlich nicht sehen sollte. Das hat sie dann, ja, das ist Ihnen wahrscheinlich schon bekannt mit den Waffen und so weiter. Ja. Und so fort, ne? Aber das ist ein illegales Geschäft gewesen, das habe ich jetzt nicht mitgehört, das können Sie mir jetzt ruhig sagen, dafür ist er ja offensichtlich in Haft. War es auch. Leider war ich auch so naiv, dass mein Mann sich, beziehungsweise mein Verlobter sich verändert mit der Zeit und so weiter und so fort, aber ich meine, ich kann da auch nicht in den Kopf reinschauen. Und dank durch seine Frau, die scheiß Putze, wenn ich das mal so sagen darf. Ganz ruhig. Gehen Sie mal ein Stück zurück. So. Ja, aber das ist ja so. Ganz ruhig. Hören Sie mal zu. Was bringt Ihnen das? Gehen Sie mal kurz darüber und dann ist alles gut. Wir machen keinen Schritt weiter. Ja, mein Gott, aber sie hat mein ganzes Leben zerstört. Mein Verlobter, der ist jetzt im Knast. Ja, weil er illegale Waffen hat. Dadurch habe ich ein Kind verloren, durch die ganze Aufregung, durch den ganzen Stress. Und die beiden machen Heidi-Teidi, sie kriegt ein Kind und die sind verheiratet und so weiter. Und mein Leben ist zerstört komplett. Ja, alles kaputt. Aus Rache beschloss die 35-Jährige, auch das Leben des Mechanikers und seiner Frau zu zerstören. Auf der Wache informiert Tobias Hübner die schwangere Frau über die Tathintergründe, von denen die 34-Jährige bis heute nichts wusste. Sie war auch schwanger? Scheiße. Das wusste ich nicht. Ich wollte das doch auch alles nicht, um Gottes Willen. Jetzt hat sie ihr Baby verloren. So das ist Ihre Begründung dafür. Aber Sie sind die Letzte, die sich da irgendwelche Vorwürfe machen sollen. Sie haben letzten Endes alles völlig richtig gemacht. Ne? Sie sind zur Polizei gegangen und haben den Sachverhalt gemeldet. Aber ich wollte doch nicht, dass da irgendwas passiert, dass die Frau ihr Baby verliert, um Gottes Willen. Ne? Das war ja auch nicht Ihre Absicht und das ist auch gar nicht erwiesen, dass es daran gelegen hat. Das ist das, was die Frau Gründer sich eingeredet hat, ganz offensichtlich. Ne? Also machen Sie sich da bitte keine Vorwürfe wegen der Sache. Ich habe ja die Aussage gemacht. Oh Gott. Die 34-Jährige hat eingesehen, dass sie für etwas verantwortlich gemacht werden sollte, das sie nicht verschuldet hat. Mittlerweile ist sie Mutter eines gesunden Jungen geworden.